This is Baltimore Station Space Traffic Control, calling MRS Tartarus 220478. You have detection and have a nice journey to the Neptune. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem nächsten Projekt Tartarus. Jawohl. Vielen Dank dafür, dass Alien Isolation so gut bei euch angekommen ist. Das wollte ich nur mal kurz sagen. Hätte ich nicht gedacht. Nee, ich dachte, dass wenigstens ein paar sagen, nee, will ich nicht, das Spiel ist mir zu alt oder so. Aber das mal beiseite. Das Spiel wurde mir von TheLennon09 und Finja empfohlen. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Ich tue die Kommentare jetzt mal kurz hier einblenden. So, habe ich gemacht? Ich glaube schon. Gut, und genau, also Science-Fiction-Games sind ja wirklich gut bei euch das letzte Mal angekommen. Und das wurde ja, wie gesagt, auch ein bisschen am meisten bei der Umfrage bewertet, bei der Infocard. Und deswegen habe ich gedacht, hey, lasst uns das mal zusammen ausprobieren. Das Game ist vor ein paar Monaten, ich glaube vor ein, zwei Monaten ist das released, ist auf Steam. Und dazu gibt es auch noch kein deutsches Let's Play sogar auf YouTube. Also wenn ich Glück habe, finde ich dafür sogar noch ein paar neue Zuschauer für meinen Kanal. Und genau. Das Game ist auch wieder auf Englisch, also ich hoffe, ich stelle mich da nicht allzu dumm an. Aber ich denke mal, gemeinsam werden wir es hinkriegen. Wenn ich irgendwas falsch mache oder irgendwas übersehen habe, haut... Leute, scheut euch nicht mehr, das in die Kommentare reinzuhauen, ne? Ich bin da hart im Nehmen, was das betrifft. Gut, und ich merke, dass das noch recht verschwommen ist, wenn ich mich bewege. Ich will mal schnell angucken, ob ich da bei den Optionen was einstellen kann. Oh, ich weiß gar nicht, was ich da machen musste. Motion Blur. Ich glaube, das müsste ich ausschalten, oder? Tun wir es mal bestätigen und probieren es mal aus. Ansonsten kann ich das im Nachhinein auch noch verbessern. Ja, das ist besser. Tipptopp. Genau, das Game ist auf Englisch und wie gesagt, wundert euch nicht. Aber ich denke, gemeinsam kriegen wir es zusammen hin. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie The Station und Far Out. Science Fiction mit ein paar wirklich anspruchsvollen Rätseln. Das Game hat zwar eine relativ negative Bewertung sogar auf Steam, wenn mich nicht täuscht, aber da würde ich halt wirklich nicht drauf gehen, weil viele geben halt relativ schnell eine negative Bewertung, ohne überhaupt das Spiel auch wirklich mal zu sehen. Oder sobald es auch schon nur ein bisschen anspruchsvoll ist, geben die natürlich auch schon relativ schnell eine negative Bewertung. Und ich merke, dass ich schon wieder viel zu viel rede und ich glaube, wir fangen langsam mal an. Wir sehen, wir haben anscheinend, wir lagen auf dem Boden. Ich dachte zuerst, wir haben da hingekotzt, aber nee, das ist Blut. Haben uns vielleicht den Kopf irgendwo gestoßen. Und ja, lass mal gucken, wie wir hier zurechtkommen. Ah, ich habe auch ein kleines Fadenkreuz, beziehungsweise ein kleiner Punkt. Ich bin mal gespannt. Ah, ich finde das Game, ich mag so Games einfach, ne? Wirklich. Ich finde die Atmosphären so spielen wirklich geil und vor allem, wenn sie noch nicht so bekannt sind, die Games. Kann ich überhaupt schon irgendwas machen? Nee, gar nicht. Ich kann auch nichts anfassen oder so. Gut, dann schauen wir doch mal. Gehen wir mal raus aus unserer, wir waren in der Küche, waren wir gewesen. Gehen wir mal hier raus. Okay, es ist anscheinend irgendwas passiert. Wir haben uns den Kopf gestoßen wahrscheinlich, daher kommt auch das Blut. Und wir müssen erstmal herausfinden, wo, wie, wann und weshalb wir hier sind. Und was wir auch hier tun müssen. An dieser Stelle vergesst nicht, Leute, das Video zu bewerten. Gerade beim allerersten Part ist mir das immer am wichtigsten, damit ich sehe, wie es halt wirklich bei euch ankommt. Und ja. Press E to open airlock. Hey. Anybody there? Come on. Geht, ja. Hello? Can anybody hear me? The door is locked. Ah, die Tür ist zu. Somebody get me out of here. Hello? Hello? Shit. What's going on here?
Hm, okay, die Tür ist zu, die kriegen wir anscheinend... Hallo? Ah! Cooper, are you there? Andrews, is that you, mate? Yeah, it's me. What's your status? I don't fucking know, man. I was making dinner in the galley when the ship just shook like hell. I ended up with a goddamn cooking knife stuck in my own leg. Hm. Guess we're not having bell peppers and beef tonight. You seriously managed to stab yourself. Only you, Coop. Fuck you, man. Make yourself useful and open that door for me. Well, at least you're still in one piece. More or less. But I can't help you with that door, mate. What do you mean you can't? I'm isolated as well. Seriously? What the fuck? It's a ship security protocol. Something tripped it into lockdown. And I can't reach anybody else either. Oh. Okay, that's fine. I'll just bleed out on the galley floor then. Relax. Something that we can try. You just have to reach the bridge and reset the system. Reset the system? I'm not the goddamn pilot. I'm a miner, for fuck's sake. And a cook at best. Cooper, you have to try. The autopilot is holding us steady right now, but without pilot input, it's only a matter of time before Neptune's gravity pulls us out of orbit. Then... Bloody fucking hell. Well, I'd love to help prevent our fiery deaths. I really would. In case you forgot, I'm still stuck in the goddamn galley! Just listen, I think I can guide you out of there, okay? Now he wants to help. Okay, I'm listening. First, you need to override the airlock. There's an electronic panel. Open it up and hit the red button 3 times. Okay, hold on. Hold on. Okay, den roten Button 3 Sekunden lang halten. One. Ah, damn it! Wow! Son of a bitch! Well... Didn't sound promising. Nicht gut. This panel's fucked. Damn. Okay, calm down. Plan B. There should be a ventilation duct somewhere in the galley. You can reach the main corridor from there. Try to find an access panel. Okay. Wir haben eine neue Mission bekommen. Okay. Das finde ich schon mega geil. Also das gefällt mir an der englischen Synchro. Die nehmen halt manchmal echt kein Blatt vorm Mund. Und die Fluchwörter und so kommen einfach richtig geil in der englischen Sprache rüber. Im Deutschen kommt dann einfach nur so Mist oder im schlimmsten Fall vielleicht mal so Scheiße oder so, aber hier halt so richtig so Fuck und das finde ich halt wirklich geil. Wir haben kein Spiegelbild. Okay. Stört uns nicht. Die Putzfrau hätte ruhig mal ein bisschen mehr hier sauber machen können. Guck mal, hier ist irgendwie ein Öleck oder so. Genau, wie gesagt, das gefällt mir halt wirklich mega gut an der englischen Synchro, aber ich habe auch nicht ganz so viel verstanden. Ich weiß nur... dass wir was finden müssen, ein Panel, um, also irgendwie so eine Steuerkonsole wahrscheinlich, ne? Das ist ja... Und den Red Bull-Dosen am Boden. I found it. No way. Ah, genau hier. Open the hatch and climb inside, big boy. You're going on an adventure. And once I'm in the vents like a rat, where am I supposed to go? Wir müssen da rein. If I remember the schematics correctly... Two right turns, and then a left. Whoa, whoa, whoa. You sure that this thing's gonna get me there, right? Yeah, mostly. Look, if you run into any problems, just come back here. Good luck. Okay, going in. Talk to you on the other side, I guess. Jetzt geht's runter zu den Ratten, meine lieben Freunde. Ich will nur mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Hier kommen wir nicht wirklich runter. Und, finde den Ausgang. So. Klapp. Was haben wir hier? Oh. Gut. Wir haben eine Lampe gefunden. Ja, aber die würde ich gerne nehmen. Inspect. Also mit der rechten Maustaste kann man sie angucken. Und, da steht nochmal eine Kurzbeschreibung von der Lampe. Und mit E können wir sie aufheben. Gut. Ich glaube aber, das ist kein Horrorgame, ne? Gut, das hatte ich bei Far Out, dachte ich das auch zum Anfangs, dass das wirklich nur ein bisschen so Science Fiction ist, aber was am Ende passiert, das fand ich dann gar nicht mehr so lustig. Nein, ich habe jetzt gar nicht gelesen, was er gesagt hat. Yeah, let's just head down to the galley, make some dinner, have a few laughs. Ich glaube, wir müssen hier nach links. Zweimal rechts und dann... Jetzt habe ich es wieder nicht gelesen. Ah, ich war schon wieder so abgelenkt. Ich wollte irgendwas sagen, ich weiß nicht mehr. Ah ja, genau.
Was soll das denn mit der Musik, ey? Soll ich Angst haben? Ich weiß es gerade gar nicht. Muss man hier Angst haben? Ich verstehe, wenn bei manchen Leuten Fallout nicht so gut angekommen ist. Mir persönlich hat es relativ gut gefallen, muss ich sogar ehrlich sagen. Ich weiß, vielleicht andere können es nicht so nachvollziehen, aber ich fand trotz alledem die Atmosphäre in dem Spiel trotzdem noch mega nice. Oh, hier sind wir auch falsch. Hä? Bin ich jetzt vollkommen dumm? Ah, nee, hier kommen wir lang, oder? Nee, auch nicht. Zweimal nach rechts. Eins, zwei und dann nach links. Genau, ich fand die Atmosphäre halt trotzdem geil. Und ich fand es halt auch wirklich cool. Mann! Ich fand es halt auch wirklich cool trotzdem, dass ich es dann am Ende wirklich noch geschafft habe, zu dem Raumschiff zu kommen. Klar, man kann das Spiel auch früher beenden, man kann, wie gesagt, in die Rettungskapseln ansteigen oder so. Aber ich fand es halt wirklich cool und ich wollte das halt geschafft. Kennt ihr das? Ihr wollt irgendwas schaffen und ihr müsst das jetzt durchziehen, wirklich. Und das war bei mir irgendwie bei Fallout so gewesen. Ich wollte es jetzt echt gegen Ende noch haben und selbst wenn es jetzt noch so lange gedauert hätte. Da ist der Ausgang, meine Freunde. Da ist der Ausgang, meine Freunde. Und der ist schon wieder am Rumfluchen. Ja, okay, das ist abgeschlossen. Oder war das hier unten? Nee, das ist schon da oben, gell? Ja gut, wir kommen da nicht raus. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden, oder? Nein, das gefällt mir gerade gar nicht gut. Ist das ein Horrorspiel? Scheiße, ich hätte gucken sollen, ob das ein Horrorspiel ist. Oder ob das zumindest irgendwelche Horrorelemente hat. Ich komme jetzt gerade vor wie bei Alien Isolation, wo wir durch diese Lüftung so. Oh, wenn da jetzt was um die Ecke kommt. Wird das Licht schwächer? Kommt mir das nur so vor? Hä? Muss ich überhaupt wieder zurück? Ich weiß es gerade gar nicht. Also nach dem Part gucke ich mal schnell auf Steam, ob das ein Horrorspiel ist. Ja. Oh, wow, aber er hat doch gesagt, kann ich auch irgendwo, habe ich auch irgendwelche Tasten zum, nee, meine Aufträge anzugucken, habe ich nicht. Ah, hier. Finde den Ausgang. Ja. Das wäre doch da der Ausgang, aber geht nicht auf. Kann man hier irgendwas machen? Auch nicht wirklich. Leute, stell ich mich gerade dumm an? Habe ich was übersehen? Ich glaube nicht, ne? Da kommt man echt nicht raus. Oh, muss gucken, am Ende geht noch der Akku von der Taschenlampe leer. Dann laufen wir hier im Dunkeln rum. Ist das dunkel, wenn... Ja, das ist schon dunkel. Ja, sollen wir wieder zurückgehen? Vielleicht spürt dann unser Kollege wieder, wird dann wieder was sagen. Da oben komme ich auch nicht raus. Ich glaube, die Musik ist nur einfach nur gruselig, oder? Okay, ich glaube hier lang. Ich glaube, so hat er sich den Ausflug nicht vorgestellt. Von ganz da hinten sind wir gekommen. Ah, hier können wir noch lang. Ich glaube, wir sind sowieso falsch gelaufen. Kann das sein? Nee, von da sind wir gekommen. Nee, dann will ich nochmal schnell da links gucken. Mann, die Musik macht's aber auch nicht besser. Ich will mal, zuerst gucke ich mal hier. Hä? Scheiße, ich habe mich verirrt, glaube ich. Also, nee, verirrt habe ich mich schon nicht. Wir sind von da hinten gekommen, aber ich verstehe gerade nicht, warum plötzlich jetzt so viele Gänge sind. Vorhin waren doch nur zwei Stück gewesen. Jo, Leute, stellt euch schon mal drauf ein, dass wir den ganzen Part da... wir haben es geschafft. Ich wollte gerade sagen, dass wir den ganzen Part hier in der Kanalisation verbringen. Oder in den Lüftungsrohren. Aber wir haben es anscheinend geschafft. Ich glaube, wir sind einfach am Anfang falsch gelaufen. Sind wir jetzt durch die Wand geklettert, oder? Von wo sind wir denn jetzt hochgekommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Hier ist ja gar kein Loch im Boden. Sind wir jetzt ernsthaft durch den Boden gekommen? Ne, wir sind von hier gekommen, oder? Ja. Gut, wahrscheinlich hat es einfach keine Tür. Die Animation von der, sagt schon, man, von dieser Tür ist halt nicht da gewesen. Ja. Oh Leute, guck mal.
Guck mal, da steht was geschrieben. Ganz da oben. Seht ihr's? Wir scheinen hier anscheinend wieder auch in so eine Art Kantina zu... Nee, also ein Wartezimmer, Esszimmer, ich weiß. Hä? Also manchmal habe ich echt so ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Wo ist denn hier der Ausgang? Ist das eine Tür? Das ist eine Tür, gell? Das ist eine Tür. Oder ist das eine Tür? Ich weiß es nicht. Das ist doch eine Tür hier, eine ganz große. Sind wir hier überhaupt richtig in dem Raum? Oh, am Ende müssen wir wieder da runter, weil wir im falschen Raum sind. Das kann natürlich sein, dass hier irgendwo eine zweite Fallluke ist, eine zweite Luke im Boden ist. Auch nicht wirklich. Och Mann. Wir müssen wieder da runter. Seht ihr, wenn ich jetzt in einem Livestream wäre, könntet ihr mir wenigstens in die Kommentare schreiben, in den Chat. Ja, du musst da runter oder du musst nicht da runter. Das würde ich auch gerne mal machen. So gemütlich an einem Sonntagabend, wenn alle zu Hause sind, mal so eine Stunde oder zwei zusammen das Game zocken. Das wäre auch mal lustig. Nee, ey, Leute, ich glaube, wir müssen wieder runter. Ich habe mich jetzt gerade irgendwie mega dumm angestellt, oder? Ja, aber wenn ich jetzt nicht, wenn ich doch hier irgendwas machen muss, dann ist auch scheiße. Ich glaube, wir müssen runter. Tut mir leid, ich glaube, wir müssen nochmal runter. Wenn nicht, dann tut's mir noch mehr leid. Wieder zu den Ratten runter. Nee, das will ich ja gar nicht. Müssen wir da wirklich runter? Ich weiß gerade gar nicht. Kann man sich ducken? Da nur finde den Ausgang. Ah ja, tatsächlich mit C. Ah, es ist auch überall dieselbe Steuerung. Kann man... Nee, im Crouchen kann man nicht sprinten. Ey Leute, tut mir mega leid, wenn ich doch da oben etwas hätte machen müssen, aber ich habe den Ausgang halt echt nicht gefunden. Von da sind wir gekommen. Ja gut, und der hat ja eigentlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich hab irgendwie im Kopf gehabt, zweimal rechts und dann links. Aber die Tür war ja verschlossen gewesen. Da waren wir vorhin, ne? Das ist doch da, wo der Ausgang versperrt war. Nee, das war nicht hier. Hä, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Hm? Das ist schon wieder eine Treppe. Gut, vielleicht sind wir hier richtig. Ich glaube, wir waren echt falsch vorhin gewesen. Das war einfach so ein Raum, den man erkunden konnte. Gehen wir noch nach oben? Ah ja. Ah, wir haben es geschafft. Ja, super, im nächsten Lüftungsschacht. Aber da ist der Ausgang, oder? Das sieht mir nach einem Ausgang aus. Ja, das ist der Ausgang. Wir haben es geschafft. Was ist denn hier auf dem Schiff passiert? Sehr schön. Go to the bridge. Also, auf zur Brücke. Und was sind diese Computer? Kann man da was machen? Nee, nicht wirklich. Weißt du, das scheint ja ein relativ groß.
großes Raumschiff zu sein oder eine große Station, aber trotzdem nirgendwo irgendwelche Leute. Vielleicht sind die abgehauen, weil es hier Monster gibt. Oder auch nicht. Okay. Hey, ich erschrecke mich aber auch an den kleinsten Sachen. Ohne Scheiß. Das ist nur ein bisschen Feuer gewesen. Eine kaputte Gasleitung. Ist natürlich nicht gut. Kann man hier... Ich wollte noch schnell gucken, was das da hinten ist. Oder sterben, wenn wir da durchlaufen. Nee. Ah, da kommt man nicht rein. Gut, weil da Ausgang steht, dachte ich, dass wir... Zur Brücke. Ah, nee, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Zur Brücke. Zur Brücke. Ah, die hätten uns jetzt fast den Kopf eingeklemmt wahrscheinlich. Gespeichert. Finde das Kommunikationssystem. Leute, wir sind aber inzwischen auch schon bei 23 Minuten angekommen. Ich glaube, ich werde den Part an der Stelle jetzt beenden. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback freuen. Ihr könnt wie immer auch oben in der Infocard abstimmen. Leute, heute Abend habe ich's, ne? Also ihr könnt wie immer auch oben in der Infocard abstimmen, wie ihr das Spiel gefunden habt. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, hoffe ich, dass ihr dranbleiben wollt. Hoffe ich, dass ihr dranbleibt und werdet auch morgen zum nächsten Part einschalten. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schaut euch Alien Isolation an, für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Nier und ciao.